Sodele, jetzt geht's los. Simon. Ich film mal meine Konstruktion hier. Ja. Und damit da ist unser Tandem drinne. Damit geht's jetzt auf die Autobahn. Geil. Was hat der hier gemacht mit so Bändern? Ach du Scheiße. In diesem Klapperauto. Vollgestopft bis oben hin mal wieder natürlich. Ich bin einfach ein On-Tour. Crazy. Gar nicht groß dieses Fahrrad. Ich sag's dir, der ganze Flieger wartet wegen unserem Tandem. Quatsch. Da ist es. Ganz toll. Besonders, er läuft einfach so seit 10 Minuten die ganze Zeit dort drumherum. Ich sag's dir, das ist ein großes. Das kannst du nach hinten zeigen. So. Oh, noch mal und rum. Dreht das die ganze Zeit rum und weiß nicht. Oh, grad, Scheiße, guck mal, wie geil wir das auch einfach zugemacht haben. Da einfach mit so Klebeband oben drüber. Oh Mann, und einfach gerade standen einfach so drei Männer um dieses Fahrrad rum. Das ist ja groß, groß. Du musst nach hinten lang. Zu groß, zu groß. Groß. Habe ich den Simon gespottet, wie er alles super zusammenbaut. Wir sind heute Morgen aufgewacht, grauer Himmel. Alter. Einfach frisch vom Grill. Hier, da unten im Meer gefangen. Und jetzt da vom Grill direkt auf den Teller. Was hast du, Tintenfisch? Mein Mund. Ja, das Essen ist so richtig gut. Aber das genießen wir jetzt. Unser Abendprogramm. Heute hier zum ersten Mal das Fahrrad am Bepacken. Wir waren jetzt die ersten Tage noch hier in Matosinhos und haben erstmal noch gechillt. Jetzt ist unsere erste große Etappe. Wie schwer ist das? Dich nicht uploade. Diese tolle Brille auf habe. Ach so, ja, mit deiner tollen Brille. So süß. Ich bin anonym. Ich kann kaum sehen. Hey, two more, huh? Erst wenn du was Cooles machst. Hey. Hey. Yes, he's 28 and she's 24. Wow, I've got all. Yeah, she's got. What is her favorite food? No, I don't know. Oh, sorry.
Problem, die Taschen sind zu voll. Zu viele Klamotten. Scheiße. Da sind unsere Klamotten drin. Und die müssen halt da vorne dran. Und da ist nicht so viel Platz, leider. So, die Konditionen heute für unsere Tour sind nicht so prickelnd. Eigentlich fängt es genau in dem Moment jetzt an zu regnen. Super. Okay, Simon, wo sind wir gerade? Wir sind in Eschmorich in Portugal und heute startet die Tour offiziell. Ja. Also eigentlich sind wir ja schon 2 Wochen hier. Aber wir waren eine Woche so in und um Porto unterwegs und dann waren wir jetzt noch eine Woche surfen. Und jetzt, die nächsten 3 Wochen, startet unsere Tour. Oder? Yeah. Ja, wir fahren jetzt durch den Nationalpark von Portugal nach Santiago de Compostela, nach Spanien. Dann fahren wir dort den Jakobsweg del Norte an der Nordküste Spaniens entlang nach Bilbao. Und von dort geht's zurück. Und das ist unser Gefährt. Jo. Das wiegt geschätzt ungefähr 50 Kilo. Wir werden halt das mal Pino sehen, wenn wir die Berge fahren, wie heute sich das verhält. Ja, besonders heute sind halt auch so perfekte Voraussetzungen. Es regnet einfach, sonst war immer nur Sonne die letzten 2 Wochen. Und wir haben irgendwie 1300 Höhenmeter vor uns am ersten Tag. 80 das Kilometer. Es ist schon 11 Uhr. Es ist schon 11 Uhr und ich krieg noch meine Tage. Das ist, also besser kann es ja nicht starten, gell? Ja, let's see. Also heute geht's in die Berge zu unserer Freundin und dann von da aus weiter. Tschüss! Richtig geiler Start. Sind wir erstmal jetzt im Zug gelandet. Und dann haben wir aber trotzdem nachher noch so 25 Kilometer oder so mit dem Fahrrad vor uns. Und ich hoffe einfach, dass es dann nicht mehr so regnet, ey. Weil es ist echt krass. Und ich habe nicht eine geile Regenjacke, also let's see. Deine Klamotten stinken. Wir sind hier in dem schönen Airbnb von Maria und es ist so schön. Und ich will es jetzt zeigen. Ich will es jetzt Wie schön ist das einfach? Also man schläft hier, ne? Man schläft hier. Wie man sieht, schläft man hier. Das ist so schön. Man fühlt sich, als wäre man im Wald. Man ist so naturverbunden. Ich so schön. Ja, du musst doch immer jetzt hier die Umgebung zeigen. Ich mach das. So, meine liebe Vlogger-Freunde. Kommen Sie mal mit. Das hier ist das schöne Raum. Raus. Man schaut sich das mal an. Ui. Nicht mal ein Traumfrühstück. Tomaten und Ei aus dem Garten. Dieses geile Toast werde ich mir jetzt schmecken lassen. Kaffee. Alles aus dem Garten. Frische Feigen. Selbstgebackenes Brot. Dieser Mann. Die portugiesischen Berge. Hey. Hola. Hola. Ja, die sind auch unterwegs. Ja. Auch mit dem Fahrrad. Geil. Voll nett gewunken. Voll happy. Voll nett gewunken. Voll happy. Ist so schön hier lang zu fahren. Überall gibt es irgendwie Feigenbäume am Straßenrand. Die Sicht ist grandios. Frische Trauben haben wir gefunden und wir sind hier mitten im Nirgendwo, schieben diesen Berg hoch, beziehungsweise gerade Simon. Hier. Ich glaube, wir haben 500 Höhenmeter auf 3 Kilometer oder so. Das ist halt echt krank. Wir haben Spaß. Wir haben Spaß. Auch in der Regel kann man Rad fahren. Ja, das ist halt echt krass, dass ich meine Tage habe. Aber dritter Tag. Geht schon, ne? Ist schon krass so, aber deswegen ist ja der Mann doppelt so stark, gell? Granatäpfel. Ja? Was? Granatäpfel, Leute! Alter.
Ja! Ja! Da haben wir jetzt einen Zeltplatz gefunden. Heute, an unserem allerersten Tag, durften wir hier in so einem richtig coolen, eigentlich so ein Freizeitheim oder sowas. Sieht so aus. Hier, das ist unser Abendessen. Richtig gesund. Paprika, Bohnen, Mais und warmer Reis. Oh, super Bock natürlich. Ich habe super Bock. Und ein Granatapfel frisch. Mein Highlight ist dieses Essen. Heute. Und der Blick in die Berge. Eigentlich viele Highlights. Hm. Ciao! Tschüss! Oh. Was ist das für eine Situation hier? Das musst du doch mal festhalten, Simon. Die haben ja Essen für uns gemacht, die Süßis. Wo wir geschlafen haben in der ersten Nacht. Ja, und weil es hier nicht mehr so viel gab anscheinend, haben die alles rausgeholt, was sie noch so hatten. Wir haben hier Kekse. In Kombination mit Keksen und Chips und Weintrauben. Aber wie süß, dass sie uns Frühstück gemacht haben. Und Kaffee, das ist schon gut. Über den Wolken. Ganz oben und jetzt geht's runter, runter bis ans Meer. Der Berg. Hm. Wie viele Meter sind wir? Keine Ahnung, ich glaube so 500. Hier steht unser Fahrrad, aber wo ist Louis? Wie fett sind die bitte? Boah, Kabel, ich muss abpacken, Alkohol. Schmeckt nicht? Schon zu reif? Ja, leicht gegoren. Also die ist zu reif, aber ich glaube, die sind gut. Ich habe übelst die Schmerzen, bin so richtig am Arsch. Das war irgendwie einfach ein bisschen too much. So viel Fahrradfahren. Jetzt gehen wir aber für 2 Tage, weil hier voll der Sturm kommt. Irgendwie die nächsten 2-3 Tage soll es nur regnen und richtig krass gewittern. Oder so ein Hurricane sogar, ich weiß es gar nicht. Aber gehen wir jetzt nochmal in so ein kleines Guesthouse und ja, ich freue mich, dass man sich da ausruhen kann und ja, von da aus geht's dann nach Santiago. Das ist unser nächstes Ziel. Wie siehst denn du aus? Don't ask me. Oh, wie geht's dir? Scheiße. Ja. Mir geht's echt scheiße. Heute ist ungefähr der schlimmste Tag. Es regnet ohne Ende. Ich habe meine Tage. Ich will einfach nur ins Warmbett. Ich freue mich noch eine halbe Stunde, dann haben wir es geschafft.